Ganz herzlich willkommen zum Bewohnerfrei Business Podcast, dem einzigen Podcast Deutschlands, der sich erfolgreiche Menschen anschaut, wie sie gerade sind und sich dann ganz genau überlegt, wie in Gottes Namen haben die das geschafft, da hinzukommen. Und heute ist es mir eine große Ehre, einen wirklich guten alten Freund von mir zu interviewen. Und was ich mit alten Freunden meine, ist, wir kennen uns viele, viele Jahre. Viele, viele Jahre heißt, in meiner Wuppertaler Zeit haben wir uns kennengelernt. Und Thomas Golatta hat zusammen mit einem Freund und Partner eine Firma gegründet. Das ist die Firma Netzkern. Und jetzt wird's richtig spannend. Wenn Mitarbeiter Unternehmen bewerten, da gibt's ja so zwei Möglichkeiten. Entweder die arbeiten da gerne oder die arbeiten dort nicht gerne. Und da gibt's eine Plattform, die heißt Kununu, wenn ich es richtig ausspreche. Richtig, Thomas? Ja. Genau. Genau. Und bei Kununu haben die Mitarbeiter von seinem Unternehmen gesagt, dass sie dort super gerne arbeiten und sie stehen dort in dem Ranking bei Internetagenturen auf Platz 1. Thomas hat 90 Mitarbeiter aufgebaut und was ich besonders toll finde, ist, wenn du dorthin kommst in das Unternehmen, sieht es da aus, wie man sich das Arbeiten 2016 bis 20 vorstellt. Die kochen zusammen, die haben Spaß und wie du das alles gemacht hast, darüber reden wir heute. Herzlich willkommen, Thomas Golatta. Vielen Dank, Tobi. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch total drauf. Wenn du auf einer Gartenparty eingeladen wärst, was in deinem Arbeitspensum wahrscheinlich selten passiert oder oft passiert und du kannst nicht hingehen, und dich fragt jemand, und was machst du so? Was sagst du denen, sodass es ein normaler Mensch versteht, der jetzt vielleicht gar nicht so digital affin ist? Ich sage immer, ich arbeite in einer Internetagentur. Okay, ja, das macht Sinn. Und wenn er dann sagt, ja, was machst du da genau, sagst du, ich bin Vorstand. Sage ich nicht. Ich sage, ich Kundenbetreuung, strategische Kundenbetreuung und Konzepte. Also ich bin jetzt nicht so der Programmierer, sage ich dann. Mhm. Ich überlege mir eher, wie man die Lösungen macht. Okay. Und das sieht ja jetzt alles, wenn wir uns so mal mit einer Lupe drauf gucken, das sieht ja jetzt alles richtig schön aus. Alleine für diejenigen, die das Video sehen, du sitzt da vor einer gebrandeten Wand, hinten hängen irgendwelche digitalen Fernsteuerungen an der Wand. Ich kann mir vorstellen, das war ja wahrscheinlich nicht immer so. Und zwar besonders nicht, als du bei der ganzen Sache angefangen hast. Als ihr das Unternehmen gegründet habt, wie viel Mann wart ihr denn da? Ja, zwei. Also ich und ein Mitarbeiter haben wir so angefangen. Also genau genommen, wenn es noch einen Schritt zurückgeht, wir haben 97 angefangen, der Daniel und ich, also Daniel Schulten, mein Kompagnon, mit dem ich das gegründet habe, haben das so nebenbei gemacht. Da war so gerade die Zeit, wo Internet zum Thema wurde. Da ging es also nicht darum, was man macht, sondern dass man es überhaupt macht. Mhm. Und haben das so nebenbei gemacht. Und dann 2001 haben wir dann die Netzkern GmbH damals noch, jetzt sind wir ja eine AG, gegründet. Und da war ich dann am Anfang noch alleine. Der Daniel war nur am Lehrstuhl tätig, ich habe noch promoviert. Und wir hatten dann einen Mitarbeiter. Mhm. Und jetzt sind es 90. Jetzt sind es 90. Ja, weil Menschen sehen ja oft immer nur das Ergebnis, ne, wie es jetzt da ist. Bevor wir über all das sprechen, was jetzt wirklich da ist und wie du das Unternehmen führst zusammen mit dem Daniel, möchte ich gerne einmal einen Schritt ganz zurückgehen. Und zwar so an deine ersten Erinnerungen. Und zwar mit der Frage, bist du in einem Unternehmerhaushalt schon groß geworden? Wo kommt das her? Warst du ein Musterschüler? Wie war der Thomas, als er klein war? Dick und frech. Haben wir was gemeinsam. Vorlaut, ja, das ist vielleicht eine Basis. Nein, meine Eltern sind beide selbstständig gewesen. Von daher hatte ich schon so eine Affinität zu diesem Thema, so Selbstständigkeit, dass man auch irgendwie, ich sag mal, über das Normale hinaus irgendwie ein bisschen tun muss, arbeiten muss. Und ich hatte sehr früh so die Vorstellung, da auch eigenständig zu sein. Unternehmen haben mich interessiert, Erfolgsgeschichten haben mich interessiert. Und ich habe mich mit Aktiengesellschaften auseinandergesetzt und hatte irgendwie so diesen Traum, irgendwie selber was zu machen. Und habe dann da ein, zwei Wege einfach ausprobiert. Okay, wann hat denn der Traum wirklich angefangen? Weil du bist ja, ich weiß ja, wir waren ja beide in Wuppertal in der Schule. Und ja. Wann war denn bei dir das erste Mal so das Gefühl, ich möchte mir eigentlich nicht von anderen sagen lassen, was ich machen muss. Wir haben ja sogar beide Zivildienst bei einem Rettungsdienst gemacht. Also da lernt man das ja nicht. Du lernst ja da nicht Unternehmer werden. Ja, also mit dem Sagen lassen hatte ich schon in der Schule Probleme. Ja, das ist ein Thema, das kennst du ja vielleicht auch. Aber also ich habe halt Zeitungen ausgetragen, seitdem ich 14 war. Mhm. Das war das, was ich da so machen konnte als Schüler, so gerade eben. Ne? Und habe mir dann halt irgendwie überlegt, was man halt sonst machen könnte. Habe dann irgendwann festgestellt, im Tennisclub einen Schläger bespannen lassen, ist schweineteuer. So eine Maschine kostet so und so viel. Wenn ich das jetzt 3 Monate mache, allein was meine Eltern für meine kaputtgehauenen Schläger bezahlen müssen, dann habe ich das Kapital wieder drin und kann damit Geld verdienen. Mhm. Und
damit quasi mein erstes kleines Gewerbe aufgezogen, habe für andere Leute Schläger bespannt, dann habe ich irgendwann mit Schlägern gehandelt, mit Sportartikeln gehandelt. Das war so mein Einstieg da rein. Ich bin da so reingerutscht, weil ich einfach tierischen Spaß dran hatte und so hat sich das dann einfach so nach und nach entwickelt. Okay, und als du dann mit solchen Ideen nach Hause gekommen bist, haben deine Eltern gesagt, geil, der Junge wird Unternehmer oder war das eher so, ja, Nee, das war natürlich schon dann die Geschichte, lerne erstmal was Anständiges, ne? Damit muss man sich ja dann auseinandersetzen. Heute, glaube ich, gibt es viel mehr Geschichten, in denen man so direkt greifen kann, okay, die haben irgendwas Geiles programmiert und damit haben die auch Geld verdienen können. Das gab es ja früher nicht. Mhm. Also diese Start-up-Szene, diese Fantasie gab es nicht. Und von daher war es immer so, lerne erstmal was Vernünftiges. Für mich war sehr schnell klar, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich will nicht studieren. Mhm. Und dann habe ich mir unterschiedliche Sachen angeguckt und bin dann nach dem Zivildienst erstmal ganz klassisch zur Bank. Ne? Hat mal was Anständiges. Deutsche Bank war es. Ausbildung gerade. Bei der Deutschen Bank. Ja. Ja, damals noch mit Top-Ruf. Heute ist das ja nicht mehr ganz so. Und bin ich dann also ganz stolz zur Deutschen Bank. Da fing eigentlich am ersten Tag fing das Problem an, weil ich hatte dann endlich auch mal in den Ferien, bevor die Ausbildung anfing, zwischen Ende Zivildienst und der Ausbildungsbeginn hatte ich ordentlich frei. Da habe ich mal diesen Vertrag gelesen, den ich unterschrieben habe. Und da stand drin, dass ich nebenbei ja gar kein Gewerbe haben dürfte. Mhm. Hatte ich zu der Zeit 3. Bin also am ersten Tag meiner Ausbildung in der ersten Pause zur Ausbildungsleiterin, Frau Finke, ganz tolle Frau, hingegangen und habe gesagt, Frau Finke, ich habe hier ein Problem. Ich habe das gelesen, ich darf gar nicht, man muss die anmelden, hier sind meine 3 Gewerbescheine. Das war Tennisschläger, was war es noch? Ja, das war Golatta Sporting Goods, ne? Man muss ja auch mal fancy Namen haben. Ne? Ja. Dann war das halt Web for All, das war quasi der Vorgänger von Daniel und mir schon, den wir da halt entsprechend hatten. Und dann war das letzte war Handel mit Computerartikeln. Mhm. Das war dann das dritte Gewerbe und das hatte ich so ein bisschen getrennt und so. Unter Sporting Goods kann man nicht so gut Computer verkaufen und das mit dem Handeln mit Computerartikeln, damals so Tellmies war da so der Trend. Da habe ich wie blöd Tellmies verkauft, so kleine blöde Pager, das ging total ab da. Delfine und, hatten die natürlich alle. Ja, man muss alles immer ausprobieren. Ich habe auch noch einen zu Hause liegen aus nostalgischen Gründen. Okay, und was hat Frau Finke gesagt? Finke hieß sie, was hat sie gesagt? Die hat gesagt, sie müsste das natürlich mit dem Personalchef, dem Herrn Schmidt, ne, besprechen. Und der Herr Schmidt hat dann 3 Wochen drüber gegrübelt und hat dann gesagt, ja, wenn es meine Ausbildung nicht betrifft, dann könnte ich das erstmal so beibehalten. Also sie wussten damit nichts anzufangen. Azubi mit 3 Gewerben, das hatten sie wahrscheinlich jetzt noch nicht. Okay, aber ich kann mir das schon so richtig vorstellen. Du bist da hingelaufen, dir wird da auch gesagt, was du anziehen musst. Du musst eine Krawatte anziehen, läufst da morgens rein und hast du mal annähernd gedacht, auch ist ja auch hier gemütlich, ist ja Sicherheit. Hattest du irgendwann dieses Gefühl, ich will ja. Sicherheit? Ja, es gab so unterschiedliche Phasen. Also zum Ende der Ausbildung habe ich natürlich immer gedacht, so was machst du jetzt? Und dann gibt es auch so psychologische Effekte, auf die man dann irgendwie so, ja, ich sag mal so, im Nachhinein so ein bisschen so anspringt, obwohl man, wenn man ein bisschen einen Blick zurück macht, sagt, der hättest du nicht machen müssen. Mhm. Zum Ende ging es ja darum, wer wird übernommen und ich wollte, weil das Unternehmerische mich interessierte, dann erstmal in der Firmenkundenabteilung weitermachen. Mhm. Dann habe ich halt das angefragt bei wieder Frau Finke, ne? Und die sagte dann, meine Unterlagen wären schon weg, die hätte sich das Private Banking angefordert. Zu der Zeit übernahm aber das Private Banking gar keine Azubis. Also der Weg ins Private Banking, Handel mit Aktien, so das Coole, was man machen wollte damals vielleicht, ging eigentlich nur über die Filiale, Weiterbildung zum Wertpapierberater, dann 4-5 Schritte und dann darf man vielleicht mal irgendwann. Mhm. Ja, und ich war da in meiner Azubi-Zeit, da hatten die so eine Unterbesetzung. Ich habe dann einfach mit den Kunden telefoniert und dann die beraten, das fand die dann ganz gut. Der neue Markt, ne, damit hat sich keiner damals beschäftigen wollen. Das war so die Boomphase. Ja, und dann bin ich halt, da habe ich direkt ein Angebot gekriegt. Und da bin ich voll drauf eingestiegen, weil ich dachte, geil, du hast mit Unternehmen zu tun, du machst was Cooles, Aktienhandel. Wir haben ja teilweise direkt mit New York am Telefon gehandelt und so. Das waren so noch Zeiten, wo so eine kleine Hauptfiliale Wuppertal auch wirklich noch viel gemacht hat. Mhm. Und da bin ich ja erstmal 2 Jahre da dann entsprechend geblieben. Okay, und eine Frage habe ich noch. Du hast vorhin gesagt, du hast dich bewusst dazu entschieden, damals nicht zu studieren, weil du klingst ja, wenn du jetzt so sprichst und die Leute lernen dich kennen, du bist ja schon so ein Stratege, ne? Also das fällt ja alles nicht so vom Himmel. Ich mache jetzt hier meine Tennisschläger und ich mache das. Du bist ein strategischer Denker. Warum hast du damals gesagt, ich studiere nicht? Weil es haben ja auch viele in unserem Freundeskreis getan. Ich wollte mit Menschen zu tun haben. Und das schnell. Ich wollte arbeiten, ich wollte mit Menschen zu tun haben, ich wollte auch Geld verdienen.
ne, das war halt auch so ein Faktor, wo ich gesagt habe, jetzt nur studieren ist jetzt nicht dein Ding, und dann nebenbei Sachen machen, das war damals nicht so, dass ich meinte, es funktioniert so richtig. Und außerdem ist es ja auch so, so eine vernünftige Ausbildung macht ja Sinn. Mhm. Und um dieses zusammenzukriegen, dass die Eltern sagen, du hast eine abgeschlossene Ausbildung, da war der beste Weg. Letztendlich die Ausbildung zum Bankkaufmann mit Abitur dann verkürzt. Und da hatte man einen relativ kurzen Weg. Ich glaube, 2,5 Jahre waren das dann, um dann zu sagen, okay, na gucke ich mal, was ich dann mache. Und das war halt auch mein Weg. Okay, habe ich direkt eine Querfrage zu. Wenn du jetzt Menschen hast, die sich bewerben bei dir, wie stark schaust du auf den Lebenslauf und auf die Ausbildungsschritte da drin? Oder hast du auch teilweise Leute, die sind wirklich ja, richtig inselgut, richtig inselbegabt und die haben sich jetzt 10 Jahre in irgendeine Sache reingefrickelt? Was ist dir wichtig als Unternehmer? Ja, also bei uns ist es ja so, wenn ich jetzt so ein Berater wäre oder so oder eine Bank, dann gibt es ja klassische Ausbildungsschritte. Und als wir gestartet sind, gab es keine klassische Ausbildung. Man kann kein Internetprogrammierer, gibt es jetzt auch keinen Studiengang. Mhm. Wir haben ganz viele Quereinsteiger, wir haben Sozialpädagogen, wir haben Kfz-Mechaniker, wir haben querbeet. Programmieren muss man halt ein Talent für haben, auch für die anderen Bereiche, für Design braucht man auch Talent. Ich gucke sehr wenig auf den Lebenslauf, was jetzt klassische Ausbildungsschritte angeht. Ich gucke sehr viel natürlich zunehmend jetzt auch auf Referenzen, was haben die Leute schon gemacht. Ansonsten achte ich aber eigentlich mehr darauf, habe ich hier eine Vision, auch was so ein Soft-Skill-Paket angeht. Weil ich glaube, so Hard-Skills, wie kann ich jetzt so ein Projekt managen, das kann ich lernen. Mhm. Aber Soft-Skills, empathischer Umgang mit den Leuten, auf die Leute eingehen, vielleicht einen geraden Satz sprechen können, irgendwie ein bisschen um die Ecke denken und über den Tellerrand gucken. Mhm. Das sind Sachen, die kann man jetzt so schwieriger, sage ich mal, noch vermitteln. Da muss noch ein bisschen Affinität für da sein. Und da achte ich eigentlich jetzt mehr drauf, sage ich mal. Bei denen, wo ich mich noch selber drum kümmere in Gesprächen, das sind bei uns Projektmanager, das ist im Bereich Personal, Controlling, da habe ich noch mit zu tun. Bei den Programmierergesprächen bin ich jetzt meistens nicht mehr dabei. Da soll auch mehr das Team entscheiden. Passt der bei uns ins Team? Wollen wir den im Team haben? Das ist bei uns ein viel wichtigerer Faktor heute als ein abgeschlossenes Abi oder sonst irgendwas. Interessant. Und du hast natürlich da die Richtung vorgegeben, ne? Also was da wichtig ist jetzt. Was du gerade gesagt hast, finde ich ganz interessant, weil genau das wird ja in der Uni, zumindest in den Unis, in denen ich war, mag ja auch andere geben, gibt ja auch private Hochschulen, wo ich jetzt bin, das ist interessant, da gibt es solche Dinge, da wird genau das nicht beigebracht. Wie verkaufe ich mich? Wie kann ich Soft Skills einbringen? Wie kann ich lernen, empathisch zu werden? Genau das fehlt ja, oder? Ja, genau so ist es. Das ist ein gutes Beispiel, habe ich, meine Frau hat ja auf Lehramt studiert. Und das Einzige, also die haben sehr wenig Zeit damit verbracht, wie unterrichte ich denn? Wie ist Unterricht? Wie kann ich da diese Lehrgänge, die damit sich zu tun hatten, mit Unterrichtsmethoden zu tun hatten, die waren halt auch sehr, sehr wenig. Und so ist es auch in vielen anderen Bereichen. Dann trifft man jetzt so Studenten, die dann vielleicht noch irgendwie früher in der Schule fertig waren, schnell das durchgezogen haben, weil sie klug sind. Und die kannst du aber, die trauen sich noch keinen Satz zu reden, wenn mehr als 3 Leute im Raum sind. Ja, ich glaube, das ist eins der großen Felder, wo wir wahrscheinlich beide noch, da wir auch beide Kinder haben, den Umbruch noch erleben werden. Ne? Also diese Art zu lernen. Aber das ist ein anderer Podcast, großes Thema. Können wir mal einen Vater-Podcast machen. Gehen wir einmal zurück in die Deutsche Bank. Also ich sehe dich jetzt am Ende der Deutschen Bank. Du hast ja jetzt das Angebot, du kannst das machen. Warst bestimmt gut am Telefon mit dem Kundensupport. Wann kam dann der Schritt für dich im Kopf? Du, pass auf, ist alles schön hier, aber ich mache hier doch mein eigenes Ding. Ja, also wir haben das so nebenbei, haben wir ja das Web4All gehabt und haben weitergemacht. Und dann lief das meistens so, dass der Daniel, mein Kompagnon, der hat halt an der Uni studiert, hatte ein bisschen Freiräume, auch mal Semester, also er hat erst studiert und dann promoviert und dann bist du ja so studentische Hilfskraft oder wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und wenn der dann sagt, ich habe ein bisschen Freiraum, wir haben vorlesungsfreie Zeit, ich muss nicht so viel machen, habe ich halt Kunden akquiriert. Und wir haben dann irgendwelche Internetseiten gebaut, haben die Kunden beraten, haben Sachen gemacht. Und jetzt hatte er sein Einkommen, ich hatte mein Einkommen. Wir haben also alles, was wir verdient haben, haben wir auf die hohe Kante gelegt oder investiert. Wir hatten sehr früh schon einen eigenen Server, wo wir alles selber drauf betreiben konnten und solche Sachen. Sowas wie ein Laptop hatten wir, das war damals ganz ungewöhnlich, ja. Um dann die Kunden vor Ort auch besser beraten zu können. Und so haben wir das halt aufgebaut. Und dann war es so, das war so 2000, da haben wir für unseren ersten richtig großen Kunden, für die Tele2-Telefongesellschaft, haben wir so ein Flash-Spiel gebaut, was in 12 Ländern gelaufen ist. Mhm. Und das sollte ein Weihnachtskalender sein, damals total hip, was mit Flash zu machen.
Und ein Weihnachtskalender. Und ich habe halt einfach, wenn ich aus der Bank kam, jede Nacht so bis 2, 3 Uhr gearbeitet, habe dann morgens um 8 wieder in der Bank gesessen. Und da kam ich dann irgendwann zu der Erkenntnis, macht es das eine oder das andere, ja? Okay. Dann habe ich das halt mit meinen Eltern besprochen. Ich fand das ganz schrecklich, Job in der Deutschen Bank aufgeben. Habe das mit meinem Kompagnon besprochen und gesagt, pass auf, jetzt gehe ich studieren und das Geld, was ich verdiene, das mache ich nebenbei mit unserer gemeinsamen Unternehmung. Das wird schon irgendwie klappen. Lass uns kurz noch einmal an den Küchentisch gehen, weil ich kenne ja auch deine Eltern. Also du, ja. der Thomas kommt nach Hause und sagt, Deutsche Bank war bisher jetzt gut, aber ich möchte jetzt doch das mit dem Daniel machen. Ja. Zwei Bilder. Das eine ist, dieses Gespräch hätte ich gerne einmal erzählt. Und das andere ist, kann ich mir das so vorstellen, du saßt dann im Kinderzimmer und hast programmiert oder in der Garage oder wie war das? Ja, dann fangen wir mit dem einen an. Also die wussten ja, was ich so tue und auch in der Bank. Also mein Chef wusste, was ich mache. Die haben auch davon profitiert. Ich habe dann mit Flash denen so Präsentationen für irgendwelche Kundenveranstaltungen gebaut, die halt cooler aussahen als das uralte PowerPoint damals. Ich hatte von der Bank auch dafür extra einen Laptop gestellt gekriegt, der keinerlei Richtlinien einhalten musste, was die installierte Software anging, um sowas überhaupt machen zu können. Und ich habe natürlich dann auch bei den ganzen VIP-Kunden, die wir hatten, zu Hause das Online-Banking eingerichtet, weil der Herr Golatta, ne, den kann man da hinschicken und der kennt sich außerdem mit Internet aus. Also war das kein Geheimnis. Die wussten das und meine Eltern halt auch. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so jetzt ist halt für mich der Punkt erreicht. Und dann haben die gesagt, so ja und hier und überleg dir das aber nochmal. Habe ich gesagt, nein, alles kein Problem. Ich habe schon mit meinem Chef gesprochen, Herr Morsbach, ein ganz großes Vorbild immer noch für mich, wie er diese Rolle des Chefs gelebt hat. Und der Herr Morsbach hat halt A gesagt, Herr Golatta, wenn ich Sie, wer dann? Und B hat dann gebeten, um meine Eltern zu beruhigen, hätte ich gerne, wenn sowas möglich wäre, so eine Art Wiederrückkehrschein. Und das hat er dann mit der Personalabteilung besprochen, damals halt auch nicht in den Zeiten, wo alle Leute gekündigt wurden und man eher so abbaute. Und ich habe dann tatsächlich von der Bank ein Schreiben gekriegt, dass sie, sofern der Betriebsrat halt zustimmt, mich 2 Jahre lang zu jeder Zeit wieder sofort zurücknehmen würden. Und das Ding habe ich meinen Eltern dann gegeben und gesagt, so hier, alles cool, ne? Wenn es nicht läuft, da geht's zurück. Und dann waren die happy. Das hat die zumindest beruhigt, ja. Ansonsten waren die auch ihr Leben lang selbstständig. Also es war jetzt für die nicht so, mein Gott, das Kind macht sich selbstständig. Ja, und in der Zeit, als du das nebenher gemacht hast, neben der Bank, hast du quasi nachts in der Laube im Dach das gemacht? Oder? Genau, das ist der zweite Teil. Ich habe es auf dem Dachboden gemacht bei uns. Da hatte ich meine Wohnung. Mein Bruder war ausgezogen. Seine Hälfte von dem Dachboden meiner Eltern war frei. Da haben wir uns 2 Schreibtische reingestellt und dann schön bei meinen Eltern im Dach haben Daniel und ich dann die ersten Sachen gemacht, ja. Geil. Ja, genau. Ich glaube, was viele halt echt unterschätzen und mich sprechen andere Leute, ich will mich selbstständig machen, ich habe ein Start-up, ist, wie lange es dann doch gedauert hat von dem Punkt, wir reden jetzt vom Jahr 2000, jetzt sind wir im Jahr 2017, bis ein Unternehmen wirklich floriert und so richtig groß ist. Ne? Und da würde ich gerne natürlich auch mit dir rein. Der Moment, als du gemerkt hast, das wird jetzt hier größer und ich bin in der richtigen Branche und auch noch zum richtigen Zeitpunkt. Wie war das denn? Wie hast du das gefühlt? Ich glaube, so den Moment, den habe ich so nicht so gehabt. Es war so, es war am Anfang sehr, sehr zäh. Jetzt muss man ja sehen, wir haben natürlich unser Startkapital uns selber vorher verdient gehabt. Das war nicht üppig. Dann hat man so ein kleines Förderkreditchen noch aufgenommen. Und es war alles überschaubar und wir sind organisch gewachsen. Wir haben immer gesagt, wir machen das organisch. Und es gab dann ja auch 2001, sind wir gestartet, 2003, 2004 sah es wirtschaftlich schlecht aus. Als wir 2001 gestartet sind, ist ja gerade die Dotcom-Blase geplatzt. War es überall so, ja, die haben sich erstmal, die dicken Autos werden abgeholt, der Laden ist pleite, der handgewebte Teppich mit dem Logo drin, der liegt jetzt da, wird gar nicht mehr verlegt, weil der Laden pleite ist, ne? Weil mitliefen zu der Zeit immer so Bestenlisten. So. Und da gab es halt die Bestenliste, 10 Gründe, woran sie merken, dass ihr Arbeitgeber, ein Multimedia-Unternehmen pleite geht. Punkt 1, ein Physiotherapeut wird festangestellt. solche Sachen, das war die Stimmung. Also sind wir ganz vorsichtig rangegangen und wir sind auch anders rangegangen als andere. Die bestanden dann nämlich aus einem Programmierer, einem Designer und irgendwie einem Berater. Und bei uns war es halt so der Designer-Ingenieur, der halt auch irgendwie eine strukturiertere Herangehensweise hat, als so ein Fancy-Designer und der Bankkaufmann. Mhm. Ich glaube, das hat uns sehr geholfen und wir sind sehr organisch und sehr langsam am Anfang gewachsen
und haben uns eigentlich von Kunde zu Kunde weiterentwickelt, mit den Kunden und mit den Projekten weiterentwickelt. Und deswegen hat es sehr lange gedauert. Und wir haben jetzt nicht so, boom, ein Wachstum hingelegt. Wenn man auf die Prozentzahlen guckt, ist es ja weiter groß. Ne? Wenn du 3 Leute hast und hast im nächsten Jahr 6, ist das ein bisschen Wachstum, aber eigentlich ja 100%. Klar, und das auch noch sehr gesund. Habt ihr denn eine Watsche bekommen zu der Zeit, als die Blase geplatzt ist? Oder war das eher, weil hattet ihr da schon eine Nische? Ja, wir haben 2003, 2004 hatten wir wirklich so nichts zu tun. Da haben wir dann noch ein anderes Unternehmen gegründet, haben uns unsere Arbeit selber erfunden. Da haben wir Visitenkartenpartys gemacht, deutschlandweit, um Leute zusammenzuführen. Ich erinnere mich gut, ich war nämlich auf welchen. Metzger hat dann dafür programmiert, ne, und die eigene Firma, die wir gegründet haben, noch mit einem anderen Unternehmer zusammen, die hat dann diese Veranstaltung gemacht. Wir haben dafür Sponsorengelder reingeholt. Wir haben uns also unseren eigenen Kunden erfunden. Da war dann wieder so mein unermüdlicher Unternehmergeist tätig. Auch interessant, weil das ist ja, da ist ja auch was Riesiges raus entstanden aus diesem ganzen Netzwerkgedanken, ne? Also klar, ich meine, wir waren damals der Zeit voraus, ne? Ja. Kontaktemachen.de als Portal, das war jetzt halt nicht, wir hatten nicht genug Geld im Rücken, um es groß zu machen, aber kurz darauf kam erst Xing auf den Markt, also damals OpenBC genannt. Mhm. Und da waren wir schon weit vorne, haben das aber nicht geschafft, das groß zu machen, hat uns aber bei Netzkern über schlechtere Zeiten geholfen, über schlechtere Wirtschaftslage, dann ging es gut bergauf. Dann hatten wir Anfang 2008 eine Kundenkrise, weil ein Kunde deutlich quasi von seinem Mutterkonzern gekappt wurde, unser Budget gekappt wurde bei unserem damals größten Kunden. Da mussten wir uns auf die Hinterbeine setzen, auf den Hintern setzen, ne, um mal richtig Gas geben. Und dadurch haben wir diese Wirtschaftskrise 2008, Ende 2008 hat uns dann nicht so hart getroffen, weil wir schon voll im Akquise-Modus drin waren. Mhm. Da habe ich auch sehr viele Punkte in Flensburg gesammelt, weil ich immer zu den Kunden fahren musste. Ja. Ja, das war dann halt so, das waren so die beiden großen Krisen. Das haben wir aber gut gemeistert. Wann hast du denn damit begonnen, Netzkern auch so nach deinen Werten aufzubauen? Weil ich sehe halt selber, das eine ist natürlich das, was wir gerne tun, also die Arbeit zu machen. Das andere ist dann plötzlich Menschen führen. Jetzt gab es also in der Deutschen Bank, gab es deinen damaligen Chef, den da hast du gesagt, okay, cooler Typ. Wann hast du angefangen, dir über diese Dinge wirklich Gedanken zu machen? Weil dafür musst du ja auch Zeit und Geld investieren. Das kommt ja nicht einfach so. Also ich habe bis heute noch, glaube ich, ganz viel aus dem Bauch heraus gemacht. Es ist einfach eine Leidenschaft von mir. Ich interessiere mich für die Leute. Ich glaube, ich habe einen guten Draht zu denen. Ich agiere, glaube ich, immer authentisch. Das merken die Menschen. Und ich habe quasi ja auch im Unternehmen gelebt am Anfang. Ja, ich war irgendwie von morgens 8 bis abends um 10 da. Immer, ja. Dann so erinnere ich mich auch dann, immer. Es gibt eine schöne Küche, ja, weil ich da auch selber war. Ich habe auch nicht gesagt, so, ihr müsst das noch fertig machen, ich gehe nach Hause. Wenn mal am Wochenende gearbeitet werden musste, war ich der Erste, der da war und der Letzte, der gegangen ist. Das heißt, ich habe es vorgelebt. Mhm. Ich glaube, Leben ist ein ganz wichtiger Faktor, um die Leute zu begeistern. Mhm. Und authentisch, interessiert, agieren. Und das sind die Sachen, die habe ich immer schon gemacht. Da habe ich aber auch erst im Nachhinein mal drüber nachgedacht. Aber im Prinzip war das eigentlich so die Stärke. Das heißt, du hast im ersten Moment eigentlich dein Zuhause mit dahin gebracht, oder? Ja, am Anfang war es ja in meinem Zuhause und dann bin ich mit meinem Zuhause in das erste eigene Büro gezogen quasi und ich war halt da und man kümmert sich dann um die Sachen, dann auch so Sachen wie, keine Ahnung, man kann auch dem Kollegen mal einen Kaffee mitbringen, auch wenn man der Chef ist und solche Geschichten. Also einfach Interesse auch haben und vielleicht auch, wenn man weiß, hier die Frau ist gerade, der geht's nicht gut, mal nachfragen oder so. Und das kann man aber nur, das kann man nicht üben, das kann man, entweder hat man Interesse an Menschen um einen herum oder man hat das Interesse nicht. Also es fällt mir auch auf, wenn ich bei euch im Büro bin, du bist halt sehr nahbar und vor allem trauen sich die Mitarbeiter auch was zu sagen, ne? Also du nimmst die alle sehr, sehr ernst in ihren Bereichen, was sie da tun. Ja, wir haben von Anfang an, es wurde immer so geflaxt, hier wird alles demokratisch besprochen, wir haben immer alles besprochen. Mhm. Wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt das und das, sondern wir haben gesagt, hey, wir haben das vor, was denkst du denn, was ist deine Meinung? Wir haben sehr viel Dialoge geführt, wir haben auch sehr früh, vor ungefähr 10 Jahren, das damals nannten wir das Board, jetzt nicht im wörtlichen Sinne nach Wikipedia, so einen kleinen Kreis eingeführt, als wir ein bisschen größer wurden, weil man nicht mehr mit jedem über alles reden konnte, einfach aus Zeitgründen. Und haben dann mit 3 Mitarbeitern und wir beiden halt gemeinsam immer die Entscheidung getroffen. Und nicht jetzt einsame Entscheidungen und ich sage, wo es lang geht, sondern
man den Dialog gesucht und diese Stärke auch so, was die anderen denken. Und natürlich muss man dann auch ein bisschen führen, das gehört dazu. Wenn ich jetzt mit einer Fernsehkamera kommen würde und einfach rundum interviewen würde, ohne dass du vorselektierst, was würde mir denn jeder Mitarbeiter sagen, was ist Netzkern für die? Oder was macht das aus als Arbeitgeber? Also klar ist, die Arbeitsatmosphäre wird ganz, ganz weit vorne stehen. Der Teamgedanke, der Teamzusammenhalt, dass wir halt wahnsinnig viel tun, dass es hier eigentlich für die Mitarbeiter alles gibt, was man sich wünschen kann. Ich glaube, ein paar Beispiele. Was gibt's? Keine Ahnung, wir haben eine Kicker-Arena gebaut, wir haben eine Umfrage gemacht, welche Kaffeesorte getrunken werden soll. Wir haben hier unterschiedlichste Räume geschaffen, wir haben Flächen geschaffen, wo man sich zurückziehen kann. Wir haben flexibilisierte Arbeitszeiten uns überlegt. Wir haben BAV, BKV, was man so alles machen kann, um die Mitarbeiter zu fördern. Es gibt eine Sportclub-Mitgliedschaft, wenn man es machen möchte. Wir machen so Serien wie Ich mache das Hobby meines Kollegen. Da ist dann ein Kollege Pate und stellt dann sein Hobby vor und die anderen machen mit. Also von der Pokernacht bis zum Paintballspielen, vom Besuch beim Handballspiel bis hin zum Volleyballern, wo es dann etwas krude ist, weil es keiner kann, haben wir halt alles gemacht. Und das sorgt halt auch viel für Zusammenhalt. Cool. Und jetzt ist es ja so, dass gerade in deinem Bereich, also ihr sitzt ja in Wuppertal, ich komme ja selber aus der Stadt, du bist ja jetzt gerade in der Situation, dass du wirklich sagst, ich brauche gute Fachkräfte. Das höre ich ja in Unternehmen, die so eine Größe haben, 100, 200 Mitarbeiter. Das hören wir auch andauernd, hören wir auch immer in den Medien. Diese positive Arbeitsatmosphäre, die ihr da habt, woher zieht ihr die Mitarbeiter? Erzählen die und die kommen von alleine oder musst du aktiv in die Akquise gehen, wenn du schon solche Sachen machst für die Leute? Also teils, teils. Ne? Also wir haben natürlich auch so Empfehlungen, wo Leute auf uns zukommen und sagen, wir haben davon gehört und so. Würde ich so sagen, so 40%, 60% kommt über Recruiter. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich Leute, die für uns permanent suchen. Mhm. Ja. Die Leute, die da über Recruiter kommen, die haben meistens auch 5, 6 Angebote. Und wenn die dann hier sind, auch die Atmosphäre spüren. Also viele haben uns halt zurückgespielt, dass auf Kununu gibt es auch so eine Sparte Bewerber. Die Bewerber bewerten das Unternehmen, ob die genommen wurden oder nicht. Da schneiden wir halt auch sehr gut ab. Die sagen, hey, ich habe vorne gesessen, es sind 5 Leute an mir vorbeigegangen, alle haben freundlich gegrüßt. Die kennen mich ja eigentlich gar nicht. Man hat Gefühl, ne? Man sitzt vorne bei uns, der Empfang ist total offen und man hört, da wird gelacht, da gehen ein paar Kollegen rum, irgendwo wird heiß diskutiert, um die bessere Lösung zu finden. Es ist einfach, man hat hier eine angenehme Atmosphäre und damit punkten wir. Dann haben wir natürlich schweinegeile Büros, muss ich einfach mal sagen. Ne? Ja, aber das sieht aus wie im Designbüro bei euch. Der Benchmark ist immer Google Office, sagen wir immer spaßig. Ne? Wir haben auch schon 1, 2 Auszeichnungen gekriegt fürs Bürodesign. Ja. Und da schaffen wir einfach eine Atmosphäre, die man, glaube ich, auch in hippen Städten nicht findet. Wir hatten neulich einen Recruiter hier aus Hamburg, weil wir jetzt auch eine Niederlassung in Hamburg haben. Der war vorher bei uns, um uns kennenzulernen und der meinte, so Büros, er wäre bei vielen Agenturen auch in Hamburg, so Büros würde er auch nicht überall in Hamburg antreffen. Das machen wir natürlich. Und dann in der Region hier sind wir mit Abstand die größte Digitalagentur. Das heißt, wir haben mehrere Leute dadurch gewonnen, dass die gesagt haben, bisher konnte ich meinen Job nur in Düsseldorf, Köln oder so machen, weil es hier diesen Spezialisierungsgrad nicht gibt. Und jetzt habe ich mitgekriegt, hier gibt es Netzkern. Ja? 2012 zum Beispiel war da so ein Boom, da haben wir den Wuppertaler Wirtschaftspreis gewonnen. Da sind ganz viele Leute nochmal auf uns aufmerksam geworden. Und so haben wir natürlich auch Leute dann zurückgeholt in ihre Heimat, weil sie wussten, da kann ich jetzt auch meinen Spezialisierungsgrad halt leben. Jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage. Jetzt bei all dem Erfolg, den du hast, ich kenne wenig Leute, aber das war übrigens auch schon immer so, seitdem ich dich kenne, sind jetzt auch viele Jahre, den Erfolg so wenig zu Kopf gestiegen ist wie dir. Also du bist, wenn wir jetzt so reden, und zwar auch vor deinen Mitarbeitern, bist du genauso, wie ich dich kennengelernt habe, damals, weiß ich gar nicht mehr, was war, 97, 98. Wie schaffst du es, so am Boden zu bleiben bei all dem? Weil du kennst selber Leute, die 100 Mitarbeiter haben, die reden dann nur noch von ihrem Haus und ihrem Auto und alles andere ist egal. Wie schaffst du das? Jetzt sage ich das böse Mann-Wort. Wie schafft man das? Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Also ich habe halt immer gekämpft und für so meinen Traum. Und ich bin aus diesem Modus, ich will was erreichen, noch nicht raus. Ich bin nicht auf dem Podest, dass ich jetzt sage, so jetzt habe ich es geschafft. Tut mir heute noch weh, wenn man 5.000 Euro Auftrag ablehnen müssen, weil es einfach zu klein jetzt inzwischen für uns ist, sowas effektiv umsetzen zu können.
Und da habe ich auch sehr viel Demut. Und ich habe auch in meinem Leben durch ein paar Geschichten gelernt, dass wenn man halt das, also man soll immer gucken, dass man fleißig ist und am Ball bleibt und dankbar dafür sein, wie es läuft. Es gibt ganz wenige Augenblicke, aber wo ich mir darüber Gedanken mache. Also sind so Momente wie, keine Ahnung, unsere letzte Weihnachtsfeier oder jetzt haben wir, letztes Jahr haben wir unser Jubiläum gefeiert und dann ist man in dem großen Saal, einem großen, nicht dem größten, in der Stadthalle hier bei uns und da sitzt alles voll, Mitarbeiter und Frauen und man denkt so, ey, krass. Und das sind so die Momente, wo man eigentlich darüber Gedanken macht, wie viele Leute es sind. Ansonsten sage ich immer nur... Musst du dann mal rausgehen und mal durchatmen oder bist du dann schon im Kopf im nächsten Ding? Nee, das kann ich auch genießen. Ich muss nicht durchatmen, ich muss vielleicht mal so machen. Okay. Und was du hast gerade gesagt, es gibt so ein paar Dinge, wo du gelernt hast, ich muss jetzt hier auch dankbar sein. Was ist denn da so eine Geschichte, wo du sagst, oh wow, das kann ja auch alles schnell wieder durch sein, das Thema? Ja, ich hatte zum Beispiel einen Verwandten von mir, der war wahnsinnig erfolgreich mit seiner Eventagentur und dann war einfach der Markt gegen ihn. Der hat sich auf High-End-Events konzentriert, also wirklich Luxus-Top-Top-Events und den hat dann, ich glaube, das war so 2003, 2004, diese Wirtschaftskrise erwischt, weil vorher war er total gehypt und dann wollte keiner mehr diese Top-Top-Events machen. Ne? Und daran ist die Firma dann halt auch gescheitert, weil die haben sich auf diese Super-Nische konzentriert. Ne? Und dann denkt man sich schon, okay, kann halt auch mal schnell irgendwie in die andere Richtung gehen. Sei mal immer schön bescheiden. Reicht doch der Wagen erstmal noch eine Nummer kleiner oder kannst auch erstmal gucken. Und deswegen auch dieses organische Wachstum schrittweise. Und ich denke, das ist ein guter Weg. Und klar, jetzt inzwischen denkt man auch mal hier und da, ach, was soll's, ne? Aber es ist mir auch nicht so wichtig. Also auch in der Freizeit. Du hattest eben das Beispiel, wie stelle ich mich vor, wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich, ne? Das ist mir, da lege ich keinen Wert drauf, dann irgendwie zu sagen, ich bin da der Vorstand. Verstehe ich. Wie bereitest du dich oder ihr euch denn auf den, oder ich zitiere mal einen Zeitungsartikel, Frankfurter Rundschau, Deutschland steht vor dem größten Umbruch am Arbeitsmarkt und in der Digitalisierung seit dem Zweiten Weltkrieg. Gut, das lesen wir uns jetzt auch schon seit 4 Jahren, aber wie bereitet eine Agentur wie ihr euch auf sowas vor? Oder seid ihr die, die das machen? Auf die Frage habe ich jetzt ganz lange gewartet, weil das liegt nämlich schon lange hier. Geil, ja. So ist es. Teil 2. Wir sind das. Ich meine, diese ganze Digitalisierung, Internet of Things und so, das läuft alles auf Webtechnologie. Was da stattfindet, ist Webtechnologie. Das ist dezentral, das ist auf Servern, das sind Cloud-Dienste, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Themen, das ist das, was wir jeden Tag machen. Und alle unsere Kunden sind auch in diesen Themen drin. Und Digitalisierung des Marketings zum Beispiel ist ja so ein Bereich, der ist schon viel digitaler als vielleicht jetzt klassischere Bereiche. Und da sind wir ja voll mit dabei. Natürlich müssen wir gucken, was wir machen so, ne? Weil von unten gibt es natürlich schon so immer mehr automatische Systeme, um Webseiten zu bauen zum Beispiel, was ja auch eine Aufgabe von uns ist. Da braucht man schon einen Spezialisierungsgrad. Aber mit unserer Größe haben wir halt den Spezialisierungsgrad, um halt dann auch für die ganz großen Kunden zu arbeiten. Und von daher sind wir da, glaube ich, gut positioniert. Und gerade jetzt haben wir angefangen mit NextCam Labs nochmal wieder so eine kleine Division aufzubauen. Das hatten wir zwischendurch mal als Idee, haben wir da so ein bisschen fallen lassen. Und jetzt nehmen wir das wieder hoch und sagen, okay, wir wollen jetzt links und rechts Sachen machen. Wir machen jetzt mal ein Internet of Things Projekt. Das ist eine eigene Idee von uns, die wir umsetzen wollen. Wir machen mehr Apps. Wir beschäftigen uns mehr mit Cloud, solche Geschichten. Da muss man gucken, dass man immer up-to-date bleibt, aber unsere Kunden treiben uns ja auch. Was glaubst du denn, also ich habe gerade einen Vortrag gehört von dem Professor Skibitzky, den kennst du bestimmt auch, von der Uni in Köln, das ist ein Zukunftsforscher, spricht auch über Digitalisierung. Was glaubst du denn, werden wir beide noch so erleben in den nächsten Jahren von jemandem, der Einblick hat, wo wir wahrscheinlich jetzt noch sagen können, nee, kann doch gar nicht sein. Und ich frage das deshalb, ich bin ja viel auch für einen gemeinsamen Kunden von uns in den USA, da gibt es halt keine Taxis mehr. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, die sagen, nee, gibt's nicht, ist ihre Uber-App kaputt. Also Dinge, die hier noch blockiert werden, wir verteidigen gerade die Taxifahrer, als wäre es das größte deutsche Kulturgut. Was glaubst du, sind so die Dinge, die wir beide wirklich noch bei uns haben in den nächsten Jahren, wo du denkst, das fühlst du gerade schon, diesen Druck am Markt? Also ich glaube, natürlich, also das sind ja die Megathemen, so Elektroautos und autonomes Fahren.
Da müssen wir auch ganz anders denken. Da wird sich einiges tun. Ich glaube, es wird sich mehr mit dem Selbstverständnis tun, wie wir Dinge bedienen. Also mehr mit Sprache, dass alles auf Sprache reagiert, dass man nicht mehr am Gerät rumfummelt, sondern einfach nur was sagt, ja. Ich denke, es wird sicherlich die Implantate irgendwann geben, dass man halt irgendwie das Headset hinterm Ohr eingepflanzt hat und da irgendwie mitarbeitet. Diese Geschichten werden kommen oder die Kontaktlinse, wo der Bildschirm mit drauf ist, die wird es sicherlich auch geben. Oder halt auch da, warum nicht direkt an den Sehnerv? Also ich glaube, da wird einiges kommen. Mhm. Noch, wie die Technik in unser Leben weiter eindringt und gleichzeitig aber unaufdringlicher wird. Mhm. Bin ich fest überzeugt, weil es wird immer einfacher, die Sachen zu bedienen. Mhm. Diese ganze Thema Automatisierung wird uns massiv betreffen, weil diese Lightweight Robotics, also du hast jetzt nicht mehr die Riesenmaschine, die hinter einem Zaun steht und ein Auto zusammenbaut, sondern du hast plötzlich 5, 6 humanoid-ähnliche Roboter, die einfach nachmachen, was der Vorarbeiter macht oder sogar Vorschläge einbringen, weil sie es besser können und halt nicht ermüden. Und ich glaube, diese Thematiken werden sein in allen Gebieten. Man sagt zum Beispiel bei Rechtsanwälten, dass 60%, 70% der Arbeit der Rechtsanwälte zukünftig Bots machen. Ich weiß, Geschichte kennst von diesem Knöllchen-Bot in London. Da hat einer, der hat in London immer Knöllchen gekriegt, ein junger Mann, der hat dann einen Bot programmiert, der Dialog gestützt, du musst nur die Fragen beantworten, dir ein rechtssicheres Schreiben aufsetzt, um dein Knöllchen zu annullieren. Und dieser Bot, der ist kostenlos, hat schon im Wert von 2 Millionen Pfund Knöllchen annulliert. Den gibt es jetzt auch für New York. Es ist also kein Anwalt mehr, sondern einfach ein Dialog mit einem Bot, der fragt dich dann Sachen, wann hast du ein Knöllchen gekriegt, was hast du gemacht, was steht da drauf? Generiert dir dann ein rechtssicheres Schreiben, mit was du nur noch unterschreiben musst und wegschicken, um dein Knöllchen zu annullieren. Jetzt kommt, die bewohnerfreie Lieblingsfrage, stelle ich jetzt in jedem Podcast. Da gibt es jetzt 1 Million Leute, die wir beide kennen, die sagen, mach ich alles nicht mit. Was passiert denn mit denen in den nächsten Jahren, aus deiner Sicht? Ja, es hat 1 Million Leute gegeben, die wollten nie mit der Bahn fahren, weil man das nicht überleben wird, so eine Geschwindigkeit als Mensch. Es gab 1 Million Leute, die haben sich dagegen gewehrt, dass der Film Sprache hat, weil das ordinär ist. Die haben für den Stummfilm gekämpft. Es gab 1 Million Leute, die waren gegen Farbfernsehen, weil wer braucht das denn? Ja. Und von daher mache ich mir da keine Gedanken drüber. Es gibt immer welche, die sagen, das brauche ich jetzt nicht. Und am Ende brauchen sie es dann doch. Ich kenne ganz viele, die haben gesagt, ich habe nur mein Röhrengerät, das brauche ich nicht. So ein Riesenfernseher, wer will was? Und die haben den inzwischen auch zu Hause hängen. Das heißt, wenn die Technologie den Tipping Point erreicht, dann wird sich auch jeder damit auseinandersetzen. Und Mutter, ja, die ist 70, die hat ein iPad und die macht alles mit ihrem iPad. Ne? Und die sagt, doch, guck mal hier, ich habe mir einen Wochenplan aufgestellt, was ich diese Woche kochen will. Im Thermomix. Mit einem Stick, genau, ja, mit ihrem Thermomix, wo dann so ein Stick dran ist, der automatisch die Rezepte übernimmt. Ja. Und dann schickt die Einkaufsliste direkt meinem Vater aufs Handy. Und mein Vater, ja, 72, hat überhaupt nichts mit Technik zu tun. Der guckt dann auf sein Handy, was er einkaufen muss. Ja. Vor 5 Jahren hätten die mir einen Vogel gezeigt. Ja, kommen wir aber zu unserem Grundgespräch nochmal zurück. Die Arbeitnehmer in Deutschland und die, bleiben wir mal bei denen. Was glaubst du denn, wird da für eine große Welle kommen in den nächsten Jahren? Weil das wird ja viele beeinflussen. Also ich sage, wenn mich jemand immer fragt, ich sage, du, ich glaube nicht, dass wenn ich mein Auto anmelde, wir sind gerade umgezogen, dass ich in 4 Jahren dafür auf 3 Ämter gehen muss, in Kassenhäuschen und auch noch jemanden habe, der Zettel wegbringt und abstempelt. Glaubst du, das kommt schneller, als viele denken? Oder ist es sowas, was langsam? Manche Sachen kommen vielleicht schneller, als viele denken, wo man da plötzlich erstaunt ist. Also bei uns, wenn man so eine Anmeldung macht, kann man jetzt schon im Internet nachgucken, wie gerade die Schlange ist. Ja, oder kann halt im Internet live verfolgen, welche Nummer dran ist. Kann man nochmal schön in die Stadt gehen und kurz auf der Handy-App gucken, wann man wieder dran ist, wann man wieder hingehen muss. Mhm. Wo ich total erstaunt war, ey, so modern Wuppertal, das glaube ich ja gar nicht. Natürlich wird das ein paar Stellen schneller gehen, ein paar Stellen langsamer. Wir werden aber auch interessante Trends sehen, wo halt Sachen zurückkommen. Also ich weiß nicht, gerade Adidas hat gerade angekündigt, Fabriken zurück nach Europa zu holen durch den hohen Automatisierungsgrad, Technisierungsgrad, dass es sich wieder lohnt, hier zu produzieren. Die brauchen dann nicht mehr tausende Mitarbeiter, aber 300 und die sind qualifiziert. Mhm. Und ich glaube, dass wir sicherlich uns ganz doll um Weiterbildung kümmern müssen, damit die Menschen weiter was zu tun haben, weil die einfachen Arbeiten werden halt zunehmend wegfallen. In Anwaltskanzleien, da ist so die Frage, darf man das überhaupt einfache Arbeit nennen? Aber was dann Rechtsassessor oder so macht, solche Themen und sich halt darum kümmern, was kann ich sonst machen? Aber da wir eh zu wenig Menschen sind,
denke ich nicht, dass das jetzt die riesen Arbeitslosenwelle gibt. Also du hast gerade gesagt, Transport, Bildungswesen, der Anwalt. Gibt es noch einen Trend, den, wo du glaubst, den wir noch erleben werden? Was ich im Moment sehe noch, ist natürlich diese ganzen kleinen Startups, die plötzlich Dinge produzieren, die Ideen haben, die sagen, hey, ich baue so einen Button, da drückst du drauf, dann steuerst du damit dein Handy fern. Oder neulich hatte ich einen, der Farming-Bot, der dann so einen Megatrend, Automatisierung, kombiniert mit, ich mache ein kleines Startup, kombiniert mit, ich mache die Kampagne auf Kickstarter und im Trend halt Urban Farming. So, dann kannst du dir so ein kleines Hochbeet anlegen, setzt da drauf diesen Farming-Bot, den du zusammenstellen kannst. Kannst du von deinem Handy steuern, welchen Salat der anbaut. Das Unkraut, der gießt, der düngt, der überwacht, der sagt dir, wann du ernten kannst. Und du hast dann zu Hause in deinem Garten vollautomatisiertes Blumenbeet, wo du deine eigene Möhre rausziehst. Und ich glaube, solche Ideen... Kaufe ich sofort als Delfin. Und früher hätte es das nicht gegeben, weil natürlich der Markt viel zu klein ist, für ein großes Unternehmen jetzt so ein Ding zu bauen. Jetzt machen die Kleinen das aber. Und ich glaube, da wird es viele, viele kleine Revolutionen geben. Viele kleine Verbesserungen, die uns nach vorne bringen. Was ich im Silicon Valley immer wieder höre, ist, the next revolution is the space in between us. Also dieser Raum, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Das Einzige, was jetzt noch nicht so angetastet ist, ist, wir sitzen am Tisch und schauen uns an. Die sagen immer, da kommt jetzt irgendwas, was das auch noch irgendwie einnimmt. Keine Ahnung, ob es an Sehnerv implantiert wird, ob wir uns gegenseitig Bewertungen schicken mit unserem Gehirn. Wie siehst du das? Ja, das ist so das, was ich meinte. Ne? So, man hat die Kontaktlinse, man hat noch ein Implantat, dann sehe ich vielleicht jetzt über dir deine letzten Facebook-Bewerbungen schweben oder so, wenn ich dich angucke. Also Augmented Reality so als Thema. Und auch sowas wird sich dann finden, wird erst von ein paar Trendsettern ausprobiert werden, dann wird es vielleicht nochmal wieder verschwinden, dann kommt es verbessert zurück. Ne? Der Jobs hat ja damals schon den ersten Newton rausgebracht, da war er einfach nur seiner Zeit voraus. Google Glass ist wieder zurückgezogen worden, das war auch der Zeit voraus. Aber ich glaube, so Sachen werden kommen und werden uns auch helfen, aber nur dann, wenn die Technik so weit ist, dass sie dienend ist und nicht störend, nicht kompliziert, nicht nervig. Mhm. Und daran glaube ich und dann wird auch noch viel passieren. Ich weiß, dass hier auch viele junge Eltern zuhören, logisch, weil ich ja auch Papa bin und du bist jetzt auch Papa. Wie viel Digitalisierung machst du mit deinem Kind? Sitzt das in so einem, wir waren jetzt bei Freunden, der saß in so einem, ich weiß gar nicht, was das war, das sah aus wie ein UFO und jedes Mal, wenn der sich bewegt hat, fuhr das irgendwie durch den Raum. Da habe ich gesagt, was ist das? Ja, da müssen wir den nicht schaukeln. Also wie viel Digitalisierung ist denn bei euch zu Hause mit dem Kind? Null. Also das Kind ist 5 Monate alt. Ne? Ja, aber es gibt Leute, die haben 3 Apps für 5 Monate alte. Ja, wir haben ein Wort und das Wort sollten alle Eltern sehr, sehr ernst nehmen. Das Wort heißt begreifen. Und ich kann ein iPad einmal begreifen, aber ich kann keine Dinge, die das iPad mir zeigt, begreifen. Es gibt ganz viele tolle Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wie schädlich es ist, wenn unsere Kinder zu früh sich mit Technologie beschäftigen. Auch keine Sorgen machen. Der Dreijährige muss noch nicht ein iPad bedienen können. Ich finde es teilweise erschreckend. Ja, wir waren in Flitterwochen auf Mauritius, sitzen am Nebentisch, 2 Eltern mit 3 Kindern, die alle vor ihrem iPad sitzen. Ja, ihr iPad steht direkt hinter dem Teller, gedankenlos ihr Essen reinmampfen und auf dem iPad einen Film gucken und keiner redet miteinander, weil die Mutter tippt noch auf ihrem Handy rum. Ich bin gar kein Fan davon. Ich bin ein Fan davon, um Gottes Willen, ja, aber für das UFO haben wir eine Federwiege, die ist aus Eisen und Holz und hat Stahlfehler drin. Und wenn ich will, dass der Kleine schaukelt, dann tippe ich die einmal an, ja, und dann schaukelt der. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Das ist so schön zu hören, wenn es von jemandem kommt, der in deiner Branche eben ist. Ne? Das ist, ich glaube, das Nicht-Digital-Sein auf Mauritius in so einer Insel, wo es vielleicht auch nichts mehr gibt, das wird auch wieder eine Nische sein, ne? Wo dann gar nichts geht. Gibt es kein Internet, gar nichts. Ja. Das ist dann schon der Luxus. Es ist im Moment doch nur so nervig, weil wir noch diese Geräte bedienen. Aber das wird ja wegfallen. Uhr haben und wenn du dann am Strand mit deiner Frau liegst und ihr unterhaltet euch über irgendwas und der eine Begriff kommt, den ihr jetzt gerne in Wikipedia mal nachgucken würdet, wie viel Einwohner hat Amerika wirklich oder was auch immer euch über den Weg läuft, dann nimmt keiner mehr sein Handy raus, da sind 5 SMS, dann liest er die, dann googelt er, das ganze Gespräch ist kaputt, sondern dann kommt vielleicht wirklich, dass du einfach die Frage stellst an deine Uhr, wie viel Einwohner hat Amerika, dann antwortet dir deine Uhr und du unterhältst dich weiter. Das
diese positiven Sachen werden da sein und die lästigen Sachen werden wegfallen. Da bin ich fest von überzeugt. Ist interessant, du hast vorhin eine Sache gesagt mit diesen Google Glasses und auch mit der Apple Watch. Das sind ja jetzt zwei Dinge, die haben jetzt, wenn wir es mal global betrachten, gefloppt. Zumindest gab es keine großen Nachkäufe dafür. Auch für die Apple Watch. Die gab es, wenn du so durch die Stadt gehst, haben ja mit anderen Verkaufszahlen gerechnet. Glaubst du denn, dass manchmal auch Trends so einen zweiten Anlauf brauchen? Ja, klar. Also auf jeden Fall brauchen die das. Ne? Man sieht jetzt halt, Google Glass ist halt so ein Schritt vor dem, als war der übernächste Schritt. Mhm. Und die Tipps sind noch nicht gut genug, dass es convenient ist, dass es am besten funktioniert und dann noch alle ein bisschen Angst hatten, weil da war eine Kamera drin. Mhm. Jetzt ist ja gerade der riesen VR-Hype. Auch Augmented Reality wird nochmal ein riesen Hype sein. Das wird schon ein Thema werden. Und dann setzen sich so Sachen auch durch. Mhm. Sowas wie die Apple Watch. Wenn man überlegt, wie viele smarte Endgeräte die Menschen heute mit sich rumtragen, was auch Gesundheitstracking angeht und solche Themen, dann sind das schon wahnsinnig viele geworden. Und wenn man dann guckt, auf die Zahlen guckt, ne, wenn Apple genauso viel Uhren verkauft wie irgendwie eine Tissot oder so, dann kann man sagen, dass die nicht erfolgreich sind. Dann ist es nur so, es ist nicht, dass jetzt ist der Hype eines Smartphones lässt sich ja nicht eben mit einer Uhr wiederholen. Okay. Nee, das ist halt ein Utensil als Ergänzung. Das Smartphone ist ja so ein Phänomen, weil es uns den Zugriff aufs Internet mobil gemacht hat, mitnehmbar gemacht hat. Ja. Das lässt sich jetzt, die Erwartungen waren da auch vielleicht zu hoch. Ne? Ja. Zwei Fragen habe ich noch. Die erste, wenn du dich jetzt als Thomas Colatta damals im Einstieg der Deutschen Bank nochmal wieder treffen könntest, die Zeitreise ist jetzt möglich. Bei all dem, was du jetzt weißt, was würdest du dem denn raten? Soll der alles genauso machen, wie er es gemacht hat? Oder wo kann er vielleicht eine Abkürzung nehmen? Es gibt ja diese berühmte Rede von Steve Jobs, der gesagt hat, so connecting the dots. Ne? Welche Irrwege haben mich so dahin gebracht, wo ich jetzt bin? Mhm. Und ich glaube schon, dass Netzkern und der Erfolg von Netzkern, auch in schwierigen Zeiten von der konservativen Ausbildung der Deutschen Bank, Bankkaufmann, Firmenkundengeschäft mal reingeschnuppert und wie denkt die Bank über ein Unternehmen, was nicht solide ist, das hat schon geholfen. Ich würde sagen, das ist es so. Wenn ich jetzt zurückblicke und sage, was würdest du heute wirklich anders machen wollen oder was würdest du jemandem raten, dann würde ich sagen, dir versuch während der Schulzeit, die ist ja gerade eh so kurz, oder direkt danach ein Jahr ins Ausland zu gehen. Mhm. Das ist was, was ich aufgrund der Geschichte, dass ich halt schon während der Schulzeit mit irgendwas nebenbei angefangen habe und dann das so eins nach dem anderen kam, das habe ich versäumt, sag ich mal. Also Abenteuer erleben da in der Zeit? Ja, aus Horizont erweitern, gucken, was in der Welt passiert, eine andere Sprache lernen. Das sind Sachen, wo ich denke, dieses Jahr dann in der Jugend mitnehmen, die Jugend genießen, nicht zu früh anfangen mit dem Arbeiten. Ich halte das für einen ganz schlechten Trend, dass jetzt schneller Abi, schneller durch die Schule, schneller mit dem Job anfangen. Mhm. Das ist alles, man muss auch die Zeit ein bisschen genießen. Mhm. Und dann ganz zum Ende, bevor wir in die kurze Frage, kurze Antwortrunde rein, weil eine Stunde geht schnell rum, wir sind schon bei 50 Minuten, mega spannendes Gespräch. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, bist du Mentor für Menschen auch? Kommen Menschen zu dir und sagen, ich möchte ein Start-up gründen, kannst du mir ein paar Tipps geben? Das wird ja wahrscheinlich häufiger passieren, oder? Ja, also es kommt jetzt so, dass die Leute zu uns kommen. Gerade gestern waren zwei junge Herren hier, die eine fantastische Idee haben für eine App, die uns halt als Agentur haben wollen und die dann nachher sagten, ob ich auch einfach nur so unternehmerisch beraten würde. Und dann eigentlich gibt es mich im Moment nur im Paket mit der Agentur, aber ich habe riesen Spaß dran. Ich begleite viele junge Unternehmer, die ich kenne, einfach nur so, weil ich Spaß dran habe. Ich würde auch welche begleiten, wenn es halt irgendwie als Geschäftsmodell ist, gerade wenn es aber darum geht, was auch zu entwickeln, eine App bauen, eine Seite zu bauen, irgendeinen Dienst zu machen, ein Portal oder so, dann bin ich natürlich da wirklich besonders für geeignet und das macht auch wahnsinnigen Spaß. Und was mache ich auch immer mal wieder selber was. Ne? Ja, und was würdest du denn jetzt so jungen Start-up-Gründern, die jetzt genau so, also die fangen jetzt heute an, 2017, was sind denn so die 5 Tipps? Ich weiß, es ist so eine dämliche Frage, weil das sind solche Antworten. Aber was sind so die 5 Dinge, die du aus deiner Erfahrung heraus sagst, achte mal da drauf. Eigentlich branchenübergreifend. Ist egal, ob derjenige ein Yoga-Studio aufmacht oder eine digitale Internetagentur. Einfach so als Unternehmer. Was sind die Dinge, auf die derjenige achten soll? Den Fokus auf die Menschen zu legen. Also sowohl auf die Kunden als auch auf die Mitarbeiter und nicht auf Technik oder solche Geschichten. Die Menschen sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig, zu versuchen, möglichst
sich der Risiken bewusst zu sein, ohne sie zu scheuen. Dass man sagt, okay, ich mache mir die Risiken klar, die ich da eingehe, aber das muss mich nicht davon abhalten, auch mal ein Risiko einzugehen. Das würde ich für wichtig halten. Und dann immer authentisch handeln. Das ist eigentlich das Wichtigste. Auch wenn man sagt, hier, ich will irgendwie mein Produkt bekannt machen, muss authentisch handeln. Das muss ehrlich sein. Man braucht Leidenschaft gegenüber dem Kunden. So Lifetime Customer ist der Schlüssel für die Sachen. Wie kann ich den Kunden so richtig, richtig begeistern? Ne? Ich weiß, vor 7, 8 Jahren oder so hast du hier mal bei uns so ein Coaching gegeben und hast unseren Mitarbeitern gesagt, das ist Premium Plus Service. Was ist Premium Plus Service? Ich glaube, solche Gedanken sich im Kopf zu machen, da muss man Bock drauf haben. Wenn man sagt, ich will nur die App bauen und die User sind mir eigentlich egal, so, dann kann man irgendwo sich anstellen lassen und dann eine App bauen. Da soll man nicht sagen, ich werde der Unternehmer. Wenn man richtig Bock hat, wenn man sich überlegt, was bringt das dem Menschen? Ich nachdenke, boah, ich habe das geile Feature, guck mal hier auf der App, da kann ich hin und her schieben. Nee, was bringt das dem Menschen? Ja, das war jetzt vielleicht nicht strukturiert. Das waren ja sogar 5. Also gerade auch mit diesem Service, den viele halt auch vergessen. Weil du kannst ja das geilste Produkt haben, A, wenn es keiner kauft oder wenn er es gekauft hat und dann ist der Service schlecht, dann fällt es ja auch wieder hinten runter. Die letzte Frage, die ich mir vorher aufgeschrieben habe, jetzt gibt es viele Startup-Founder, die brauchen ja Geld. So für diese ersten Schritte. Ich habe bei dir vorhin rausgehört, du hast eigentlich... Dass immer wenn du was verdient hast, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, gespart und dann das wieder reinvestiert, von Anfang an, ne? Ist das so? Ja. Okay. Das ist immer. Wir haben also erstmalig 2015 überhaupt nur 1 Cent auf der Gesellschafterebene aus der Firma rausgenommen. Sonst haben wir immer reinvestiert. Fest daran glaubt, dass das Geld bei uns am besten aufgehoben ist. Ja, das ist auch schön zu hören, weil viele denken hier so, hör mal, ich mache jetzt hier in Yakasala, dann liege ich in der Karibik. Ne? Also das ist wird ja auch teilweise aus Amerika so ein bisschen durch einige Bücher vorgelebt, ne? Wo das da drin steht, in 2 Jahren bist du durch. Also es gibt ja die Ausnahmen, aber wenn man dann das so hört, so, ja, die WhatsApp-Jungs, die haben auch nach 9 Monaten für 300 Millionen verkauft oder so. Ja, das gibt es. Ne? Es gibt auch Boris Becker und es gibt auch Karl-Heinz Rummenigge. Nur es gibt dahinter... 300.000 Fußballspieler in Deutschland, die halt eben nicht Karl-Heinz Rummenigge sind. Und deswegen soll man halt gucken, was man macht, ne? Super Schlusswort. Also erstmal finde ich es toll, dass wir dieses Gespräch geführt haben, weil ich all das, was du sagen kannst, eben auch freundschaftlich bestätigen kann. Du warst immer einer der wenigen, die auch, wenn ich mit irgendwelchen verrückten Ideen kam, die ja teilweise wirklich auch im Nachgang komplett gestört waren, du hast immer gesagt... Ja, machen wir doch mal. Ne? Mein erstes Logo haben wir zusammen entwickelt, weiß ich auch noch, das Männchen, was zusammen aus der Box kommt. Dann haben wir mal eine Zeit lang zusammen Tony Robbins vermarktet. Also so auch verrückte Dinge. Du hast nie gesagt, nee, mach ich nicht, sondern du hast immer gesagt, ja, lass mal probieren. Ne? Und vielleicht ist auch das ein Erfolgsgeheimnis von Netzcare. Ne? Nicht zu sagen, nee, wir sind satt, sondern und du wirkst eben nicht satt. Das ist schön zu sehen. Machen wir ganz am Ende die kurze Runde, kurze Fragen, kurze Antworten. Und das sind persönliche Fragen, also nicht Netzwerkfragen, Netzkernfragen. Okay. Was bedeutet für dich heute Freiheit? Freiheit bedeutet für mich, machen zu können, was ich will, also das Selbstbestimmte. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag mir komplett aussuchen kann. Es gibt auch Tage, die sind einfach schon vorher durchgeplant. Aber dass ich das so, dass ich das Gefühl habe, ich kann das steuern, das ist für mich... Das ist für mich Freiheit. Also zu sagen, kann den Weg bestimmen, den ich gehen möchte. Mhm. Und gestalten. Nochmal? Mitgestalten können. Mhm. Und persönlich wachse ich, indem ich mich auch mal auf ruhige Zeiten besinne, lese und immer wieder Menschen suche, mit denen man sich austauschen kann, die einen weiterbringen. Da steckt der tiefe Tony Robbins in mir. Choose your peers. Da waren wir übrigens auch mal zusammen, ne? Bei Tony Robbins. Das ist lange her. Geld ist? Nützlich. Mhm. Und Deutschland wird in den nächsten 10 Jahren, unabhängig von der ganzen Digitalisierung, worüber wir gesprochen haben? Unabhängig von der ganzen Digitalisierung kann ich nicht antworten. Das ist zu sehr mein Job. Deutschland wird in den nächsten 10 Jahren der Welt zeigen, wie Digitalisierung im Mittelstand funktioniert. Mhm. Wow, das ist ein Statement. Und wenn man da mehr von wissen will und der Mittelständler sein will, der da auch mit vorreitet, sollten die sich mal an dich wenden. Ne? Machen wir dann in die Shownotes rein. Und der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Also außer in den Armen meiner Frau jetzt. Es musste rein. Ich wusste, irgendwann kommt's. Natürlich. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Ich glaube, es entscheidet nicht der Ort, sondern die Menschen, mit denen man da ist. Aha, schön.
Dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für dieses Interview. Magst du noch irgendwas mitgeben am Ende? Sonst sage ich nämlich noch, wie man euch kontaktieren kann. Und vor allem, wenn jemand sagt, in so einem geilen Umfeld, mit so einem coolen Chef, Vorstand, der er ist hier, sitzt hier im Karo-Shirt, wie jemand, mit dem ich auch gerne essen gehe, da würde ich gerne arbeiten wollen. Da seid ihr auch immer offen für interessante Bewerber, oder? Ja, klar. Also wir suchen immer Leute, die einfach ihr Hobby zum Beruf machen wollen, Digital Native sind und programmieren, designen, konzipieren in unserem Bereich. Immer gerne. Cool. Dann machen wir auch das unten in die Shownotes als Link, wenn euch das interessiert. Ansonsten hier vor allem an dich und Dunja und euren Kleinen eine offizielle Einladung von mir nach Limburg. Ist ja jetzt nicht mehr so weit, wir wohnen jetzt nicht mehr in Frankfurt. Und ich sag allen, die jetzt zugehört haben und zugeschaut haben, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Reinschauen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet den, empfehlt uns weiter, abonniert das Ganze und weitere Informationen findest du dann unter www.tobiasbeck.com. /podcast. Vielen Dank heute mit Thomas Gulatter, dem Vorstand der Netzkern AG. Tschüss und vielen Dank. Vielen Dank auch, Tobi. Ciao.